Was brauchst du? Kübel. Chili, was? Kübel. Oh mein Gott, der Kübel. Wieso brauchst du einen Kübel? Warte, hier, hier. Oh mein Gott, nein, gib's da rein, genau. Musst du kotzen? Herzlich willkommen bei der heutigen Hot Noodles Challenge gemeinsam mit Bill und Ruth. Ich bin eigentlich nur da, um mich zu amüsieren. Die Ruth macht heute Kommentare. Das sind meine beiden Mitbewohner übrigens. Was habt ihr beide heute vor? Ich habe dem hier schon versprochen, seit Ewigkeiten, dass wir endlich diese Spicy Noodles Challenge machen. Davon habt ihr sicher schon alle gehört. Jetzt habe ich es endlich gekauft. Ich freue mich so. Mit dem Unterschied, dass da mal 2 steht. Ich weiß nicht, wie viel mehr das ist. Aber wir werden das sehen. Wenn das nichts bringt und wir beide nicht schwitzen, haben wir dieses End of Sanity. Ja, das laut den Herstellerangaben hat das 2 Millionen und 250.000 Scoville. Im Vergleich 8.000 über 2 Millionen. Wir werden sehen, oh mein Gott, wie was scharf ist. Okay, dann können wir die Nullen preparen, oder? Ja. Passt. Let's do this. Das ist jetzt so lustig, wir haben einen Tropfen End of Insanity, einen fetten Tropfen. Schauen wir mal, wer von uns. Yeah! So, wir sind jetzt zurück. Also, Bill, erklär uns, was ist jetzt die Challenge? Also wer gewinnt die Challenge? Ich würde sagen, einfach, wir schauen, wer es am meisten wirklich Probleme macht. Das okay. Heißt, nur zur Info, die Ruth hat sich jetzt auch einen normalen. Ja, die Ruth hat sich. Genau, voll. Gemacht. Einfach damit sie ja auch. Damit sie auch dabei ist. Ich hab Hunger. Sie hat ein normales vegetarisches Nudelsuppending. Das ist nicht Hot Noodles, nur dass sie Bescheid wisst. Probieren wir mal. Fix. Mahlzeit, gell? Mahlzeit. Aber meine sind aber auch scharf. Bisschen. Ich hab halt. Aber ich spüre mich noch gar nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Schwitz. Bei mir brennt es auch ein bisschen auf den Lippen. Mhm. Aber sonst geht's. Im Gaumen. Ich bin im Gaumen. Also ich bin jetzt dann gleich schon mal fertig. Mhm. Deswegen, wenn End of the Insanity noch ins Spiel kommen soll, dann jetzt. Wollen wir das wirklich machen? Ja, wir wollen das machen. Das ist nämlich überhaupt nicht scharf. Okay. Das ist okay. Ist das so viel für jeden? Boah, ja, das ist viel zu viel. Nein, doch so ein Löffel pro Mann. Ja. Ohne Scheiß. Ein Löffel? Sicher, Mann. Was sagt ihr, Leute? Ist das okay? So. Na. Nun, ihr Lieben. Okay. Boah. Wow. Also, wenn Ruth Insanity aushält, müssen wir Insanity auch aushalten. Zur Auflösung, wir haben dir was reingetan. Wir haben dir einen fucking Löffel Insanity reingegeben. Und du, ganz gut, cool, das putzt du ein bisschen auf der Lippe. Tja, abgehärtet. Gut. Also, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Schmeckt man jetzt eigentlich noch irgendwas hier schon? Mhm. So ein bisschen Sojasauce. Doch da nichts rein dann. Wir haben dir da einen fetten Löffel reingegeben. Mm. Okay, ich bin fertig, gell? Du bist fertig. Ich muss sagen, sie sind schmackhaft. Man kämpft eher mit dem Körper als mit dem Essen. Oh, ja, so ein bisschen. Was brauchst du? Kübel. Chili, was? Kübel! Oh mein Gott, der Kübel! Wieso brauchst du einen Kübel? Warte, hier, hier! Oh mein Gott, nein, gib's da rein, genau! Musst du kotzen? Oh! Ich hab gewonnen! Aber jetzt spüre ich die End of Sanity.
Ich spüre die auch erst jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du das ausspuckst, Bro. Ich würde auch sagen, wenn ihr mich fragt, the winner is Hisham. Ich habe gegen einen Asiaten gewonnen, Mann. Boom! Ah! Es brennt aber. Das war's für uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich glaube, das war's von dem Video. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich gegen einen Philo gewonnen habe. Ich muss mich geschlagen geben. Ich bin, wo es gerade am meisten schlimm ist, ist auf der Zunge. Gib einen Zehner, wenn du einen vollen kleinen Löffel nimmst. Willst du das wirklich? Mir einen Zehner geben für den Scheiß? Ja. Ein Zehner? Ja. Wirklich Zehner. Jetzt? Für 10 Euro mache ich alles. Krieg 10 Euro dafür, sonst mache ich es nicht. Was, wie viel ist das nochmal? 2.250.000. 2.250.000 Skewil. Skewil. Hopp. Oh mein Gott! Und ein bisschen macht mir das Spaß, weil sie mir da heimlich was reinhaben. So, 10 Euro. Aber alles gut bis jetzt. I can't feel anything. 3 Stufen nochmal überhöllisch. Es ist 3 Stufen überhöllisch. Da, schaut's her. Da steht's. Mach mal kleine Challenges. Aber ich schwör, das ist fake. Ohne Scheiß, das ist fake. Ich spür das nicht. Dann bist du eine harte Sau, so wie ich immer gedacht habe. Und das ist mir heute bewiesen. Ich hätte es aber nicht gedacht. Ich dachte, ich bin echt keine harte Sau. Ich bin halb Österreicher. Ja, also, aber was ich meinst bin du halb mit dem, du meditierst ja täglich. Vielleicht hat das was damit zu tun. Na, du hast einen anderen Schmerz, also nicht im Finger- und Toleranzschwelle. Aber es ist echt, es ist, fühlt sich an wie ein bisschen Tabasco, das ich geschluckt habe. Wirklich? Ja. Ihr seid Zeugen, ich krieg 10 Euro von Billy. Er kriegt von mir das asiatische Daumen hoch. Ich bin asiatisch geprüft worden. Ich bin approved. Selbst der strengste Vater. Spaß. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt wirklich dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt oder so. Eine ähnliche Challenge. Das ist der Bill, mein lieber Mitbewohner. Das ist die Ruth, meine liebe Mitbewohnerin. Ja.